Hallo ihr Lieben. So, heute gibt es nochmal ein Testvideo und zwar von etwas, wo ich mir schon lange Gedanken drüber gemacht habe, aber es selbst noch nicht probiert habe. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob man denn die Brushos mit Pigment vermischen kann, um somit auch so ein Glitzer-Brusho zu haben. Und ich habe hier einmal nachtleuchtendes Zeug. Ich halte es mal kurz unter meine Lampe, damit ihr seht, wie extrem das leuchtet. Also das ist wirklich enorm leuchtend. Und dann natürlich weiß ich, dass man es jetzt mit Brusho vermischen kann und Wasser beitun kann und dann quasi eine Wasserfarbe hat. Aber mich interessiert es, ob ich das auch wirklich wie ein Shaker benutzen kann. Und hier habe ich ganz normales weißes Pearl-Pigment und hier sind so kleine Proben. Die sind aber so meerjungfrauenmäßig. Ist zwar auch weißes Pigment, aber das eine strahlt ein bisschen blau und das andere irisiert so ein bisschen lila. Und ja, dann probiere ich es einfach mal aus. Das hier ist Aquarellpapier und zwar ist das aus den Action. Und ich schneide mir das mal gerade in der Hälfte durch. So, mal gerade rumgerollt. So, was ist denn ungefähr die Hälfte? Überhaupt nicht die Hälfte getroffen, aber dann machen wir es eben nochmal, zack. Ach, ja, jetzt muss ich nochmal rollen. So, das Blatt Papier ist nämlich weggerutscht. So, ist jetzt nicht schön, was ich da gemacht habe. Aber selten. So, jetzt nehme ich mir noch den alten Karton als Unterlage. Moment mal kurz. Schön, wenn man so unvorbereitet ist, aber ich dachte mir, ich will es unbedingt ausprobieren und ich dachte mir, ich mache einfach die Kamera an, um es auch für mich festzuhalten. So, ich habe eine Sprühflasche, ich habe meine Brushos, ich habe eine Mixpalette und so, ich tue mir jetzt erstmal. Ja, probieren wir erstmal mit dem Nachtleuchtpigment. Und zwar habe ich hier ein kleines normales Blatt Papier in der Hälfte geknickt, weil das soll quasi mein Streuer werden. Und ja, ich will mir jetzt nicht die ganzen Brushos anmixen damit. Ich will jetzt nur erstmal probieren. Deswegen reicht so ein kleines bisschen halt. Man muss ja nicht sofort übertreiben. Erstmal testen, ob die Flausen, die man im Kopf hat, umzusetzen sind. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Pigment drauf. Und dann nehme ich meine Prusho-Lieblingsfarbe und das ist Türkis. Und mache da jetzt was drauf. Ja, ich weiß, ich nehme jetzt gerade zu viel. So viel brauche ich gar nicht. Ich ist mir schon bewusst. Aber ich hab's ja. Nee, aber ich möchte das gerne anmischen. So, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wegen dem Rüssel. So, ich tue mir das jetzt ein bisschen hier mit einem Bleistift einfach mal ein bisschen mischen. Die Nachbarn streiten wieder, also nicht wundern, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört. Das ist immer ganz lustig hier bei
so dünnen Dingern wenden. So, ich tue mir jetzt mal hier noch ein bisschen davon rein, damit ich es gleich mit Wasser vermische. Und so, das, was ich jetzt hier noch habe, streue ich mal wild mir hier so hin. Jetzt habe ich sogar noch recht viel übrig. Das packe ich mir mal gerade. Nein, ich habe nicht gepupst. Das war jetzt gerade meine Lippe. Ich muss mal kurz versuchen. So, ich habe mir den Rest hier in das kleine Fläschchen eingefüllt. Es muss ja nichts hier weggeworfen werden, gell? So, und jetzt sprühe ich mir das mal mit Wasser rein. So. Okay, also ich sehe schon, dass das Actionpapier sehr, sehr saugt, was Aquarellpapier eigentlich auch nicht machen sollte. Das fühlt sich jetzt an wie ein nasses, wie nasser Lappen. Fühlt sich an wie eine nasse Leinwand. Ja, das ist genau wie eine Leinwand fühlt sich das an. Nun ja. Und leuchtet es denn auch? Ich meine, das werde ich euch eventuell nicht zeigen können. Ich mache mal gerade Licht aus. Ich mache mal gerade das komplette Licht aus. Und es leuchtet nicht. Ich lade es mal komplett nochmal neu auf. Mal richtig unter die Lampe halten. Vielleicht habe ich auch zu wenig Pigment. Aber oh, doch, es leuchtet. Ihr seht, es leuchtet. Ja, doch. Um Effekte zu erzielen, funktioniert das. Also ich sehe es jetzt noch extremer als ihr. Es leuchtet tatsächlich. Ich kann noch mal gerade aufladen. Wenn das trocken ist, vielleicht leuchtet das dann auch noch mehr. Ich kann mir gut vorstellen, so für Halloween, so für Gruselkarten oder für Galaxien, wenn man da so Wasserspritzer macht. Ich meine, das Pigment kann man ja auch ganz normal mit Wasser oder mit Kleber oder Acrylfarbe vermischen. Mit Acrylfarbe übrigens sehr cool. Und dann so Spritzer machen. Und dann hat man auch so bei der Galaxie wie so Sterne. Und ja, doch, es leuchtet auf jeden Fall. Und es leuchtet auch wirklich wie in so Spratzerformen. Also doch, es ist wirklich wie gespratzt. Also ich sehe es jetzt besser als ihr. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Aber man sieht. So, ja, jetzt machen wir es uns romantisch, weil jetzt mache ich erst gar nicht mehr das andere Licht an. Das, was jetzt an ist, das ist die Lampe von meiner Nicole, die Tageslichtlampe. Und die ist, wie ihr seht, spitze. Spitze ist die. Und ja, hervorragend. So, jetzt habe ich aber ja auch noch hier das Zeug drin. Und da habe ich jetzt mal einen Spritzer Wasser drauf. Und probieren wir mal, wie stark das dann leuchtet. Aber eigentlich ja dann genauso. Kein Bock da. Auf jeden Fall vermischt sich Pigment natürlich super mit Wasser. Also da ist kein Krümel mehr zu sehen. Das hat sich komplett mit dem Wasser vermischt. Ja, und ihr seht auch hier diesen Blob in der Mitte. Das heißt, dass das Papier vom Action, ich meine, natürlich, das kostet ja auch nichts, ne? Da kann man jetzt keine krasse Qualität erwarten, aber ist schon toll. So, ich halte es gerade an das Licht, weil wir wollen natürlich sehen, inwieweit es leuchtet. Nur ein paar Sekunden. Dumm. Boah, wenn ich selbst in die Lampe blicke, sehe ich schwarz. So. Und das. Ja, aber. Also ich sehe es, aber das durch die Farbe
ist das eher so im Hintergrund. Das ist, kommt nicht so richtig zum Vorschein. Also, wenn man das mit Acrylfarben vermischen würde, dann gibt das andere Effekte. Das kann ich euch auch mal gerade zeigen, wenn ihr möchtet. Ich habe hier meine Acrylfarbe sofort griffbereit stehen. Brauche ich noch einen Stab aus der hintersten Ecke. Zeige ich euch mal gerade. Warte, da nehmen wir gerade auch sofort. Nehmen wir das Prusho. Ja, ich habe hier, ja, hier noch das gemischte Prusho-Zeug von gerade. Das probiere ich jetzt einfach. So, zack. Da ist ja das Tag, das Licht, Leuchtzeug drin. Aber ich glaube, ich nehme mal gerade ein bisschen mehr. Ich brauche ja nicht allzu geizig zu sein. Ich habe ja mindestens 100 Gramm. Ich habe mir jetzt auch in China gekauft, fluoreszierend. Also wie bei diesen Warnwesten, gell? Dieses lichtreflektierende Zeug. Hier, das ist ja nachtleuchtend. Aber ich habe mir jetzt auch dieses lichtreflektierende Zeug als Pigment gekauft. 100 Gramm, 6 Euro. Und das ist echt in Ordnung, der Preis. Und bin ich mal gespannt. Und leider habe ich schon wieder Nachtleuchtzeug gekauft. Also ich habe hier von 100 Gramm. Mir sind aber jetzt noch mal 20 Gramm unterwegs. Aber naja. Ach, und jetzt habe ich hier auch noch rumgeschwein. Gleich leuchte ich, als ob ich beim AKW arbeite. Naja. Leuchten ist das neue Glitzern. So, ja, dauert jetzt. Hat sich jetzt in die Länge gezogen. Ich weiß, ihr lieben Leute. Aber alte Frau ist kein D-Zug. Ah, jetzt habe ich mich auch geschweint. Naja, müsst ihr jetzt auch durch. So, ich nehme jetzt mal bisschen hier Farbe. Das schmiere ich jetzt auch einfach mal hier drauf. Oh Mann, was sind die wieder laut nebenan. Ich stelle mich gleich mal mit dem Glas an die Wand, damit ich alles haargenau höre. Man hört nämlich immer nur so durch die Wand genuscheln. Dann kann ich mal Detektiv spielen. Mal gucken, ob man, wie in so billigen Filmen, die stellen sich auch da mit dem Glas an die Wand. Bin ich mal gespannt, ob man da wirklich was hört. So, auf jeden Fall halte ich das jetzt hier erstmal unter das Licht. Vielleicht habe ich auch immer noch zu wenig genommen. So, das Pigment, das braucht ja auch eine gewisse Menge, um zu funktionieren. Aber es funktioniert auf jeden Fall besser als mit den Brushes. Ja, man braucht halt wirklich schon eine schöne Menge. Das mit dem Gesprühten, das war bis jetzt am besten. Ja, ihr seht es jetzt auch wirklich nicht so, wie ich es sehe, aber ja. Ja, ist nicht verkehrt. Das braucht man jetzt nicht. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. So, und jetzt probiere ich das noch aus, wie das mit Pigment funktioniert. Ach, was soll's, ich benutze normales Weißes. Das andere ist mir irgendwie ein bisschen zu schade. Das hier sind ja auch 50 Gramm. Gerade ein neues Stäbchen.
gerade sind die wieder laut. Die scheinen echt Probleme zu haben. Ich meine, geht mich ja nichts an. Aber es ist fast jeden Abend so. Es ist so lustig, wenn hier noch so Restluft drin ist und man lässt die Luft dann raus, dann pustet da lauter Glitzer durch die Gegend. Boah, das ist so krass, das Pigment. Das ist so krass. Die ganzen Hände jetzt glitzrig da. Alles glitzrig. So, und dann nehme ich auch mal wieder. Oder nehmen wir diesmal was Grünes. Gamboge, hier nehmen wir Gamboge. Hier, Gamboge. Orange. Ach, das geht nicht so einfach raus. Manche gehen leichter raus als andere. Probieren wir es hier mal mit Lemon. Ja. Geht schneller. Ja, ich hätte mir jetzt auch einfach die Originaldöschen holen können. Dann wäre ich auch schneller dran. Aber bin ich jetzt ehrlich gesagt zu faul. Hier mache ich noch ein bisschen Grün bei. Kann man jetzt ruhig ordentlich beitun, weil ich habe ordentlich Pigment genommen. Boah, das glitzert, das Zeug. Junge, Junge. Das ist jetzt gelb. So, das reicht mir aber jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. So, das mixe ich auch mal gerade. Hier habe ich auch so ein kleines Döschen. Was die auch eine Ausdauer haben im Schimpfen. Also wenn ich mit meinem Freund diskutiere, das sind meistens zwei Sätze. Ich bin mich über was am Aufregen, er sagt ja okay, ist in Ordnung. Oder er sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock und dann war es das. Gut, ne? So, hier mixe ich es nochmal gerade in dem kleinen Gefäß. Boah, ich bin am Glitzern, überall am Glitzern. So, hier haben wir unser Aquarellpapier. Da haben wir das fertig gemixte Zeug. Und dann mache ich hier sofort was in der Mixpalette. Welches ist denn am saubersten? Oh, überall das Glitzerzeug. Wie gesagt, ich mag ja Glitzer. Aber jetzt nicht unbedingt auf meinen Körper. Ja, super. Und so schnell hat man sich die Magical Shakers selbst gemacht. Es ist komplett wow. Wow. Komplett. Da seht ihr. Oh, wie genial. Was ist das schön. Oh, ist das. Seht ihr es? Seht ihr es? Ist natürlich ein bisschen Arbeit, wenn man das sich jetzt selbst anmixen muss. Aber wow, guckt euch das an. Und ihr könnt als Pigment auch einen alten Lidschatten benutzen. Also, alten Lidschatten oder hier das Pigment aus China, das ist nicht teuer. Oder extra einen Lidschatten kaufen, das ist ja auch jetzt nicht arg teuer, also super.
So, und jetzt habe ich das hier, was ich hier hatte, mit Wasser vermischt. Und das seht ihr auch schon, das Glitzerwasser. Glitzerwasser. So. Und hier habe ich auch noch ein Papierchen. Und das tropfe ich mir auch einfach drauf. Da war jetzt noch ein bisschen Blau dran, das macht aber nichts. Blau und Gelb gibt Grün. Ach, bloß nichts vergolden hier von dem Guten. Oh, das ist richtig guter Stoff hier. Wow, schaut euch das an. Ja, ich versuche euch das möglichst gut einzublenden. Aber ihr seht, oh, das ist doch so schön. Oh, es ist so schön. Es ist so, so schön. So, so schön. Ah, es ist so schön. Ich bin so verliebt. Ah, nein, ich liebe Pigment. Ich muss mir unbedingt noch mehr Pigment kaufen. Ja, ich habe genug Pigment, aber ich brauche noch mehr. Ah, ist das schön. Okay, liebe Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Pigment könnt ihr überall dazu mischen. Überall. Pigment ist der wahre Wahnsinn. Und ja, okay, ich bin auch der wahre Wahnsinn, denn ich habe jetzt echt genug für heute. Ich habe heute viele Aktivitäten gehabt. Okay, liebe Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.